Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute aus dem südlichen Münsterland. Ich habe mir eine kleine Frühlingstour vorgenommen, hier bei herrlichem Wetter. Es sind zwar erst 6 Grad, es ist noch ein bisschen frisch, aber es ist kaum Wind bzw. gar kein Wind. Die Vögel zwitschern, hört man vielleicht im Hintergrund. Die Sonne scheint, das Wochenende, was will man mehr? Raus an der frischen Luft, das Hohe braucht Bewegung und ich freue mich, dass ihr mich hier heute begleitet. Ja, die Tour startet in Dülm. Da am Bahnhof habe ich geparkt, bin dann gerade hier gestartet durch das wunderschöne historische Stadttor entlang hier am Wildpark. Und da geht es gleich auch rein hier in den Wildpark, da ist das Tor. Da geht der Radweg gleich weiter. Und heute mal eine Tour ohne Experimente. Ich werde also mein E-Bike nicht zwischendurch an irgendeine Autoladesäule laden und da die Gemüter erhitzen in den Kommentaren. Nein, das habe ich heute nicht vor. Heute mal ganz entspannt radeln bei schönem Wetter. Bisschen die Tour genießen. 50 Kilometer werden es werden. Ja, und es ist auch mal der Punkt gekommen, um Danke zu sagen. Ihr habt es bestimmt im Videotitel schon gesehen. Ich werde heute was verlosen. Ein großes Dank an euch, an meine Abonnenten. Mittlerweile gut 5000 treue Zuschauer, die regelmäßig meine Filme schauen. Und das freut mich natürlich. Dankeschön. Und heute gebe ich mal was an euch zurück. Und nicht nur das Dankeschön, nein, auch wirklich was zum Anfassen, was ganz Tolles. Nämlich eine Fahrradtasche. Die Fahrradtasche schlechthin, wie ich finde. Ich bin absoluter Fan mittlerweile, seit 3 Monaten damit unterwegs. Regelmäßig auch auf dem Weg zur Arbeit. Ich verlose heute nämlich diese Fahrradtasche. Also nicht die, das ist ja meine, aber genau die gleiche. Nämlich die Falk Pro. Die 3-in-1 Fahrradtasche aus dem Hause Falkenthal. Die könnt ihr gewinnen. Und wie ihr die gewinnen könnt, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Also schön zu Ende gucken und dann stelle ich praktisch eine Frage, die ihr beantworten dürft. Und wer die Frage richtig beantwortet, der kann die Fahrradtasche dann gewinnen. Also nicht die, wie gesagt, die gleiche habe ich nochmal in neu. Es ist ja schon gar nicht mehr so früh am Morgen, es ist jetzt kurz nach 8:30. Für mich ist das nicht unbedingt früh. Und ich hätte gedacht, auf dem Samstagmorgen ist hier viel mehr Leute unterwegs sind bei dem schönen Wetter. Ist aber gar nicht so, ich bin so ziemlich alleine. Und das finde ich ja noch viel besser, ne? Gucken, wie das jetzt hier heute weitergeht. Guck mal, so tippitoppi, ne? So eine Ein-Person-Pausenhütte. Ich bin jetzt mittlerweile schon 10 Kilometer geradelt und es ist wunderbar hier heute Morgen. Diese Ruhe, diese Idylle und das Vogelgezwitscher, das macht mir richtig gute Laune. Und hier so eine Gelegenheit, eine Pause zu machen. Tisch mit den Bänken hier, auch alles top in Schuss. Und das nutze ich mal direkt aus, hier, um eine kleine Kaffeepause zu machen. Hier geht es zur Wildpferdefangbahn.
Ja, wer das nicht kennt, der wird sich jetzt fragen, was ist das denn? Wildpferdefangbahn. Hier in Dülmen gibt es ein riesengroßes Naturschutzgebiet und da leben Pferde wild in der freien Natur. Also da ist jetzt keine Stallung oder niemand, der sich da direkt drum kümmert. Aber einmal im Jahr, ich glaube im Mai ist das, Ende Mai, gibt es so ein Wildpferdefang. Da werden die halt zusammengetrieben und die jungen Tiere werden dann, glaube ich, gekennzeichnet, ne? Wenn ich das richtig habe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch. Ich kenne das auch nur aus dem Fernsehen oder halt von YouTube. Müsst ihr mal gucken, wenn euch das interessiert. Bin mal gespannt, ob wir da gleich vorbeikommen. 5 Kilometer die Wildpferdefangbahn. Ja, guck mal, Pausenmöglichkeiten. Mangels an der Strecke hier heute auf jeden Fall nicht. Hier ist schon wieder so eine schöne Sauerlandbank, nenne ich das immer. Da habe ich die zum ersten Mal gesehen damals. Die Heubachniederung. Das ist ja der Vorteil, wenn man so früh morgens losfährt. Ne? Hat man den ganzen Tag Zeit, sich irgendwo hinzusetzen. Tippitoppi. Ja, mittlerweile habe ich 20 Kilometer zurückgelegt, aber von der Wildpferderennbahn habe ich jetzt nichts zu sehen bekommen. Da geht die Strecke offensichtlich nicht lang. Habe ich bei der Planung jetzt noch nicht drauf geachtet. Ne? Aber finde ich schon ein interessantes Thema. Wenn euch das interessiert, blende ich euch oben mal einen Link ein. Zu einem Video ist das nicht von mir. Ich gucke mal bei YouTube, was ich da Schönes finde über diese Dülmener Wildpferde. Hier in der Gegend gibt es ja auch schon länger dieses Knotenpunktsystem. Das kenne ich bei uns aus dem Münsterland direkt jetzt. Im Raum Münster gibt es das noch nicht. Das ist da geplant, habe ich gelesen. Aber direkt vor der Haustür habe ich das noch nicht. Aber hier gibt es das halt. Und da sieht man auch, dass wir gar nicht so weit weg sind hier von den Niederlanden. Ne? Hier Groenlo. Muss mal nachdenken. OE, wie wird das richtig ausgesprochen? Der Jakob hat es mir ja beigebracht eigentlich. Groenlo ist, glaube ich, richtig. Und wir radeln jetzt weiter hier Richtung Haltern. Es ist einfach nur schön, hier heute Morgen lang am Waldrand hier zu radeln, durch die Natur. Ich kriege da Grinsen mal wieder gar nicht aus dem Gesicht. Aber ich werde gleich mal eine richtige Pause machen, eine kleine Frühstückspause. Und da erzähle ich auch noch ein bisschen was zu der Fahrradtasche. Firma Falkenthal hat mir die ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe die jetzt nicht gekauft. Die haben die praktisch euch als Geschenk gemacht. Ich darf die halt an euch verschenken. Und da freue ich mich schon drauf. Wie ihr genau an das Geschenk drankommen könnt, das erzähle ich euch dann gleich.
Bin ich ja froh, dass ich einen kleinen Motor hier zwischen den Pedalen habe. Geht doch ein kleines bisschen rauf hier. Bin ja nie so der Fan von mit den Autos auf der Straße fahren müssen. Und schon gar nicht hier so ein Waldgebiet mit Kurven rauf und runter, wo man dann auch noch schlecht gesehen wird. Ist nicht so meins. Ist ja sonst eigentlich ganz schön, so durch den Wald zu fahren, aber mit den Autos hier, obwohl alle schön Abstand gehalten haben, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich radel jetzt hier gerade durch Haltern. Haltern am See. Und zu dem See kommen wir gleich auch noch. So, hier seht ihr also jetzt den Halterner Stausee und das ist eine Talsperre zur Trinkwassergewinnung. Das ist eine richtige Talsperre, so wie ich mir das sonst vorgestellt habe, ist das nicht. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da überhaupt langkomme an dem Stück. Da fällt das Wasser schon ein bisschen runter. Aber jetzt nicht so dramatisch. Aber wunderschön hier, ne? Guck mal, hier kann man sich hinsetzen. Und dann erzähle ich euch gleich was zur Verlosung. Ja, liebe Leute, hier ist das gute Stück, die 3-in-1 Falk Pro aus dem Hause Falkenthal. Und die Frage, die ihr richtig beantworten müsst, um diese Tasche gewinnen zu können, ist, in welcher Stadt hat die Firma Falkenthal ihren Sitz? Das habe ich im Video hier nicht erwähnt, werde ich auch nicht machen, steht auch nicht unterm Video. Müsst ihr selber rausfinden und dann in die Kommentare schreiben. Die ganz Schlauen unter euch werden einfach abschreiben von anderen Leuten aus den Kommentaren. Ist aber nicht der Sinn der Sache und darum ist das auch noch nicht die ganze Lösung, wie ihr an die Tasche kommen könnt. Da müsst ihr schon das Video zu Ende gucken und dann erzähle ich noch den Rest der Aufgabe sozusagen. Ja, warum bin ich mit dieser Tasche so gut zufrieden? Zum einen ist sie recht groß, 26 Liter Volumen. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ich habe das ja schon mal im Einzelnen genau vorgestellt, die Tasche. Das Video blende ich euch mal hier oben eben ein. Dann könnt ihr diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, sich das nochmal angucken, wenn euch das interessiert. Und sie hat halt noch so ein paar Vorzüge. Zum Beispiel die beiden Halterungen hier an den Seiten. Diese Reißverschlusstasche, in die ich eine Trinkflasche reinstecken kann. Hier halt auch mein Werkzeug fürs Rad. Das finde ich auch eine super Sache, dass wenn ich jetzt ein Rad dabei habe, wo ich keine Trinkflaschenhalter habe, zum Beispiel mein Gravelbike, oder manche von euch haben ja vielleicht auch am ihrem E-Bike einen Trinkflaschenhalter, aber da ein Schloss verbaut, dass ihr gar keine Trinkflasche da reinstecken könnt, kann man die auch hier mitnehmen. Muss man das nicht alles in die Tasche packen, kann man es auch draußen dran machen. Was die Tasche natürlich ganz besonders macht, ist, dass er halt diese 3-in-1-Tasche ist. Man kann sie ja auch als Rucksack benutzen. Ich baue sie mal schnell um, damit ihr auch sehen könnt, dass das keine Hexerei ist. Ich kann also hier den Rücken der Tasche mit den Reißverschlüssen lösen. Und dann kommt einfach der Rücken hier unten in die Tasche rein. Und das war's schon. Das sind Magnetverschlüsse, die halten auch wirklich gut. Na, außer wenn man es zeigen möchte. Den Reißverschluss wieder ein bisschen hochziehen. So, und schon habe ich einen vollwertigen Rucksack mit gepolsterten Trägern hier. Super Sache. Ich habe das auch richtig vollgepackt hier heute Morgen. Ja,
kann ich damit auch wandern gehen. Und genauso schnell, wie ich daraus jetzt einen Rucksack gemacht habe, mache ich daraus auch wieder eine Fahrradtasche. Einfach hier Reißverschlüsse auf. Das Ganze wieder rausholen. Vorteil ist auch, wenn das Ganze hier hinten dreckig ist vom Radfahren, wenn es draußen schmutzig ist, und ihr seht ja, meine ist regelmäßig in Gebrauch, das ist auch nicht sauber. Hier drinnen bleibt es aber sauber. Ne? Das ist dicht. Also man kann das nicht tauchen. Ich will das jetzt nicht hier in den See schmeißen, aber im Regen bin ich damit auch schon gefahren. Ist alles kein Problem. Wie ich so gerne sage, tippitoppi. Ja, jetzt mache ich ein kleines Frühstückspäuschen und dann geht es gleich weiter. Eine Kleinigkeit muss ich noch eben korrigieren. Ich habe gerade erzählt, mein Gravelbike hat keine Trinkflaschenhalter. Das ist natürlich Quatsch. Mein Gravelbike hat Trinkflaschenhalter, das hat keinen Gepäckträger. Ich wollte eigentlich erzählt haben, dann kann ich die Tasche nämlich als Rucksack nutzen. Auch auf dem Gravelbike als Fahrradtasche, halt auf dem Rücken dann als Rucksack. Und habe dann dementsprechend die Tasche auch dabei. Ne? Und hier am E-Bike habe ich einen Gepäckträger und da kann ich die schön einhaken. Aber es gibt ja auch Leute, das habe ich ja gerade schon erwähnt, die halt keine Trinkflaschenhalter haben, so wie ich jetzt hier. Sondern da, wo die Trinkflaschenhalter sind oder wo ein Trinkflaschenhalter ist, dann eventuell ihr Schloss haben. Ne? Wenn man so ein Fallschloss hat, habe ich bei mir ja am Speedpedelec ja auch. Da habe ich die Halterung dran, da habe ich dann gar keinen Trinkflaschenhalter mehr. Ne? Und das ist halt praktisch, dass man dann die Flasche noch an der Tasche hinten mitnehmen kann. Oder sogar zwei. Herrlich, ne? Fast schon was von Urlaub hier für mich heute. Ja, halt an Kreis Recklinghausen stand da gerade auf dem Schild. Also schon Ruhrgebiet hier. Sind jetzt hier in Süden und hier gibt es auch noch ein kleines Highlight. Nämlich das Schloss hier. Schloss Süden.
Ja, liebe Leute, hier hinter mir also das Schloss Süden. Leider ist das Tor geschlossen, sonst kann man da schön reingucken. Tja, machst du nix, ne? Einmal die Straßenseite wechseln. Gucken wir uns zumindest mal hier das Gewässer an. Darf ich mal vorbei? Danke. Ja, liebe Leute, jetzt hier keine Dülmener Wildpferde, aber offensichtlich neugierige Ponys. Ihr habt doch richtig Platz hier, ihr beiden, ne? Herrlich. Das Gebäude hat auch schon bessere Tage gesehen. Ein very lost place, würde man sagen, ne? Ja, liebe Leute, die Tour ist gleich leider schon wieder zu Ende. Sind jetzt 47 Kilometer, also noch gut 2 Kilometer bin ich wieder an meinem Auto angekommen hier in Dülmen. Am Bahnhof und ihr müsst ja noch wissen jetzt, was euch fehlt, um die Tasche gewinnen zu können. Das Lösungswort, wenn ihr es rausbekommen habt, schreibt ihr bitte in die Kommentare. Nicht einfach abschreiben, selber rausfinden. Ja, komme ich ja nicht hinter. Müsst ihr machen, wie ihr wollt. Und wann ist jetzt die Verlosung? Das ist der zweite Teil der Aufgabe sozusagen. Ihr müsst meinen Live-Kanal abonnieren. Ich habe ja noch den zweiten Kanal hier bei YouTube, Swobo Live. Und da bin ich ja einmal die Woche live im Stream mit euch zusammen. Und ich werde am 22.03., das ist ein Dienstag, ab 18.30 Uhr meinen Stream wieder starten. Und da werde ich die Tasche verlosen. Und gewinnen kann die nur jemand, der dann auch wirklich live dabei ist. Das heißt, ich lose sie dann ja aus mit dem Comment-Picker. Also automatisch, dass ich habe da keinen Einfluss drauf, wer dann gelost wird. Und derjenige oder diejenige muss dann aber auch wirklich live sein, sich direkt dann melden. Sonst könnt ihr die Tasche halt nicht gewinnen. Ich meine, so viel muss ich wohl erwarten dürfen. Das Ding kostet 120 Euro im Laden und die kriegt ihr geschenkt. Und wenn ihr wollt, bringe ich euch hier noch vorbei, wenn es bei mir im Radius liegt. Dann gibt es natürlich eine Gewinnzustellung. Und wenn nicht, dann schicke ich ihr euch gerne zu, wenn ihr die schnell haben wollt. Ja, schauen wir mal. Also, Lösungswort in die Kommentare schreiben. Den Live-Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und dann am 22. März 18.30 Uhr, zu Beginn des Livestreams, werde ich die Tasche dann verlosen. Wenn ihr dann keine Zeit habt und trotzdem an so einer Tasche interessiert seid, könnt ihr natürlich auch selbst eine kaufen. Es gibt ja dann immer noch den 10% Rabattcode von mir mit Swobo10 bei Falkenthal. Bekommt ihr 10% Rabatt. Schreibe ich alles hier runter in die Videobeschreibung, könnt ihr nachgucken. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, drückt euch die Daumen. Wenn ihr die Tasche haben wollt, dass ihr dann gelost werdet, sage Tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich zu begleiten. Ist nicht nur, weil es was zu gewinnen gibt. Ich freue mich schon auf die nächste Tour. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Swobo. Tschüss.